Hi Freunde, willkommen zurück. Danke, dass ihr heute auch wieder dabei seid zum dem Part, wo wir noch zwei Ligapartien hinter uns bringen müssen, bevor wir dann in die Winterpause gehen, die sehr interessant werden dürfte, denn wir haben Kohle ohne Ende. 93 Millionen Transferbudget. Dementsprechend könnt ihr jetzt mal eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Ich werde das nämlich erst in der nächsten Aufnahmesession machen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auf eure Wünsche eingehen können. Wir schauen jetzt vorher noch auf diese Angebote von Olivier Arzen oder Erzen. Wir sehen schon an den Summen, so richtig ausarzen tun die Summen nicht, aber das liegt auch daran, dass der Vertrag von dem Jungen ausläuft und dementsprechend werde ich da jetzt einfach alles annehmen, denn ab 1. Jänner könnte der ablösefrei unterschreiben. Deswegen möchte ich jetzt einfach schauen, dass wir da schnell einen Deal hinkriegen, damit wir noch Geld bekommen. Und mögliches Problem mit Martinez. Lisandro Martinez hätte gerne eine neue Herausforderung. Wie wäre es mit Manchester United? Watford ist interessiert. Ja, von mir aus kann der schon gehen, weil ich glaube, innenverteidigermäßig können wir sinnvoller besetzen. Wir müssen natürlich schauen, dass das Angebot passt. Wenn ein Club kommt, der ein gutes Angebot macht, ja, 80 Mille. Damit sollte die Sache erledigt sein, weil ich glaube, der FC Watford wird keine 80 Millionen hinblättern. Einige Jungs, die nicht sonderlich gut trainieren. Sandro Martinez auch nicht. Vielleicht hat er jetzt schon keinen Bock mehr. Taliafico trainiert auch nicht gut, aber der wechselt jetzt sowieso. Ich lobe jetzt mal den Happy Salomon. Und Joris Autré, der trainiert auch gut. Können wir auch mal loben. Wenn ich einfach ablösefrei geholt habe und man sieht, er kommt zumindest hin und wieder zu Einsätzen und er entwickelt sich schon auch ganz gut. Könnte man nur überlegen, ob man den vielleicht verleihen, dass er auch regelmäßig spielt in der Rückrunde. Wäre vielleicht durchaus was. Eintracht hätte gern meinen Co-Trainer. Nee, gar nicht mal. Mein ehemaligen Co-Trainer. Der ist ja gar nicht mehr. Können Sie gerne. So, was wollte ich gerade? Irgendwas wollte ich gerade. Egal. Ich weiß es leider nicht mehr. Wir gehen jetzt auf die Teamauswahl gegen Zwolle. Da müssen wir jetzt gewinnen. Komme was Zwolle. Das habe ich schon im letzten Part gebracht, diesen schlechten Joke. Ich muss ihn jetzt einfach wiederbringen und auf jeden Fall den Folgentitel so nennen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Der Joke ist einfach viel zu gut, um unterzugehen. Vasquez leider verletzt bis zu 3 Wochen. Und das ist jetzt natürlich schade. Das heißt, ich hoffe, dass er dann fit genug wird bis zum Rückrundenstart. Das heißt aber auch, ja, dass man mit Alvarez und mit Martinez spielen werden in der Innenverteidigung. Rechts Van Roy, links Plinio, da ist er. Dann Gravenberg mit Timber. Auf der 10 Marco Asensio, rechts außen haben wir Julian Pinto, links außen Skellerup und Stürmer haben wir, da ist er. Der Anthony, der Tony. Tony Martial. Nicht Polster. So. Wie gesagt, komme was Zwolle. Wir müssen unbedingt gewinnen heute. Das ist die aktuelle Form. Da ist jetzt natürlich auch die Champions League Niederlage gegen Arsenal dabei. Also man sollte da jetzt nicht zu schwarz sehen. Aber trotzdem sind wir nicht ganz so souverän unterwegs in der Liga, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Avuja in der Innenverteidigung. Jo, ist das langweilig. 10 Minuten nichts passiert. Es ist halt momentan, überzeugen wir weder defensiv noch offensiv. Pinto. Gut geklärt. Skellerup und Pinto per Kopf. Knapp drüber in der 13. Alkmaar spielt gegen Twente, momentan unentschieden. Alkmaar ja in der Liga aktuell mit gleich vielen Punkten wie wir. Also die haben aufgeholt.
durch unsere zwei Niederlagen zuletzt. Deswegen ist es schon extrem wichtig, dass wir heute gewinnen und auch vielleicht dann das letzte Spiel gewinnen, damit wir mit gutem Gewissen in die Winterpause gehen können. Und dann müssen wir halt arbeiten, um den Kader sinnvoll zu verstärken. Was für ein Torwartpatzer, und Martial kriegt ihn trotzdem nicht rüber, über die Linie. Pressing erfolgreich. Linio. Hinter per Kopf. Es ist alles so harmlos. Wobei wir trotzdem schon einen Expected Goals Wert von 1,46 haben. Ich glaube, dass das die Anthony Martial Szene war, die für ziemlich viel gesorgt hat. Anders könnte ich es mir jetzt nicht erklären. Ganz knapp, Pinto. Van Roy und Skelderup. Nix. Ach Leute. Will nicht laufen im Moment. Ecke Skelderup 35. Hunter kommt zwar ran, aber kann ihn nicht Richtung Tor bringen. Asensio auf Martial, das war richtig gut gespielt und er lässt die aus. Ja gut, da bist du als Trainer halt auch machtlos. Wenn die Spieler dann solche Chancen liegen lassen. Ja, fußballerisch ist das nicht so schlecht, was wir heute zeigen. Timber mit dem Abschluss deutlich drüber. 12:1 Schüsse. Expected Goals Wert von 2. Zuerst der Klassiker, wenn die eine Chance haben und die reingeht. Pinto köpft genau zum Gegner. Wieder keiner vor unserer Abwehr. Boah. Es ist momentan wirklich wie verhext. Und hier unten steht es auch. Das ist Pintos Fehler zu verdanken, der ihn hier eben genau zum Gegenspieler köpft. Timber. Wo ist der zweite Innenverteidiger? Wo ist der zweite Sechser? Alvarez, Martinez. Also die stehen ja da, aber ja. Die decken sich eher gegenseitig. Also momentan läuft es wirklich nicht. Aber von den Noten her sehen wir eben auch, dass es viele Spieler betrifft. Ich bringe jetzt den... Ah, ich habe den Talia Fico nicht dabei. Okay. Offensiv eigentlich ganz gute Noten. Lassen wir mal weiterlaufen. Versuche es jetzt immer wieder aufzumuntern, damit wir die Moral oben halten. Aber hier sehen wir schon, aktuell werden wir die Tabellenführung abgeben. Das ist natürlich alles andere als eine tolle Geschichte. Das hier nur mit dem X. Also Alkmaar kann noch immer gewinnen. Boah, wir kassieren da fast das 0:2. Also Leute, ernsthaft jetzt. Guter Pass, Pinto. Da sehen Sie, und da ist Pinto und ich glaube, das ist Abseits. Aberkannt. Zu Recht, Pinto braucht einfach zu lange, um rauszurücken. Das braucht zu lange, als... Einfach nicht gemacht.
Abseits. Ach Gott. So, wir müssen wechseln. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Offensivpower. Das heißt, ich lasse den Grafenberg mitgehen. Defensive waren Martinez und Plinio schwach. Was wir machen könnten, ist, dass ich den Timber zurückziehe statt Martinez. Und dass wir hier im Zentrum noch jemanden bringen, der vielleicht ein bisschen kreativer ist mit Happy Solomon. Oder wir lassen den Grafenberg Box-to-Box spielen, was auch Sinn machen könnte. Ich lasse Asensio jetzt mal die offensive Mittelfeldspielerrolle, also keine Spielmacherrolle, und der soll dafür auf Attack spielen. Bisschen mehr Offensivpower. Pinto. Martial. Da ist schon der Ausgleich. Aber ich bleibe jetzt trotzdem bei der Taktik drauf. Wir müssen ja trotzdem mehr für die Offensive tun. Timber, der da einen tollen Pass gespielt hat, an Pinto, der hier gut abdreht, drei Leute auf sich zieht. Da würde ich als gegnerischer Trainer ja auch voll angepisst sein, weil da drei Leute hintereinander auf den Gegenspieler draufgehen. Was in der Situation natürlich absolut unnötig war. 21 zu 3 Schüsse. Expected Goals Wert von 3. Wir sehen jetzt, wie sehr Asensio vorschiebt auf offensiver Mittelfeldspieler auf Attack. Das ist gut. Sollte man vielleicht generell überlegen. Der dann einfach da vorne so eine Freigeistrolle kriegt, die auch immer wieder ins Sturmzentrum vorgeht. Grafenberg hat ihn. Asensio. Das war wieder abseits. Pinto. Ich glaube, das wird wieder aberkannt. Zwei Tore aberkannt. Also, was wir momentan Pech haben, ist halt auch. Aber gut, es sind halt keine Tore. Ist halt so. Pinto ist jetzt müde. Ich warte die Chance noch ab und bringe dann David Neres. Neres besprechen wir dann noch. Von Roy auf Pinto und der ist drin. Da macht der Pinto tatsächlich noch sein Tor. Kurz vor der Auswechslung. Ich würde sagen, den letzten Wechsel spare ich mir noch ein bisschen auf. Je nachdem, wie das Spiel verläuft. Aber jetzt haben wir es zumindest mal gedreht. Kommt ein frischer David Neres rein, was für die Gegner vielleicht auch nicht ganz so angenehm ist. Auch simpel gespielt. Freut mich. Endlich, weil das war ja sowas von verdient, wenn man sich die Statistiken ansieht und den Spielverlauf. Darfst halt einfach gar nie dieses Tor kassieren. Dann gibt es da gar keine Diskussionen. Aber wir haben momentan halt auch nicht dieses Glück, diesen öffnenden ersten Treffer früh zu machen oder so. Und dann hat er gegen hat halt dann, auch wenn der Gegner noch so schwach ist, der hat halt seine 3-4 Chancen im Spiel. Und wenn er davon ein oder zwei macht, dann wird es halt nun mal kritisch. Irian Timber auf Skelderup, Linio. Linio versucht es einfach mal. Der hat sich zumindest auf 6,5 wieder gesteigert. Ist auch nicht der Burner, aber... Boah, Timber verschläft. Es sind halt solche Patzer, die mir auch echt auf die Eier gehen. Asensio und Skelderip müde. Ich glaube halt, dass Asensio da als Anspielstation wichtiger ist als Skelderip. Deswegen bringen wir da links außen den Farias. Gegner wird plötzlich wieder wach. Marco Asensio. Gelderup und Martial ist durch. Alter, wie kann man die Chance auslassen? Ein bisschen nerven sie mich schon gerade. Dann schaut euch mal das hier an.
Bei aberkannten Pinto-Tore, das tut schon weh. Gut gemacht, Farias. An Roy mit dem Seitenwechsel, Plinio. Und der ist drin, Gravenberg. Jetzt haben wir den Distanzschuss mal auf unserer Seite. Schöner Treffer, muss man ganz ehrlich sagen. 3-1, das sollte die Entscheidung gewesen sein, auch wenn ich jetzt natürlich nichts verschreien möchte. Ja. Gemacht. Näheres mit dem Abschluss. Und das dürfte dann gleich gewesen sein. Bin schon sehr erleichtert, dass wir es geschafft haben, das Spiel zu drehen. Also gut ab an die Jungs, dass sie sich da jetzt nicht verunsichern haben lassen, denn es passiert dann schon mal, wenn du so eine Phase hast wie wir, wo viele Partien einfach nicht deinen Gunsten verlaufen, dann auch Partien dabei sind, wo du schlecht spielst. Und du dann in so eine Phase kommst, die halt einfach nicht laufen möchte. Und wenn es dann so wie hier auch wieder das Pech hast, nachlaufen muss, da muss man schon sagen, Hut ab, dass sie das dann doch so souverän geschafft haben. 3-1 ist ein schönes, solides Ergebnis. Kaum etwas Zwolle. Ja. 30 zu 4 Schüsse. Es ist schon spannend, dass der Expected Goals Wert so hoch ist, 3,86. Sieht man, oder sehe ich jetzt auch nicht so oft. Und das Gute ist, wir haben sogar Punkte auf Alkmaar gut gemacht. Also so gesehen ist es eigentlich ganz gut gelaufen für uns. So, noch ein Tor entfernt, dann müssen wir 1,5 zahlen. Die sollten drin sein. Hinter war gut. Dann spielen wir jetzt noch gegen Nijmegen und dann Hamas. Dann sind wir in der Winterpause. Da wird es dann richtig spannend. Also ich habe schon sehr, sehr Bock auf Scouting. Und denke mir halt auch, es wird wahrscheinlich unsere letzte FM-Saison mit Ajax werden. Weiß nicht, wie viel noch drin ist, weil im Oktober wird ja schon irgendwann die Beta-Phase losgehen. Werden wir mal schauen. Onana und Masraoui beim Afrika Cup. Dürfen wir nicht vergessen. So, Röhl, jetzt bei der Eintracht Co-Trainer. Freue ich mich für ihn. Mal wie ich mich schon auf die Spiele gegen Werder freue. Leute, 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 das wird sicher lustig. So, Masraoui beginnt sich Sorgen zu machen. Du kannst gerne gehen, Junge. Ist nicht so, dass ich dir irgendwelche Steine in den Weg lege. Real ist interessiert. Ja. Kein Problem. Auf 60 Millionen. Okay, mal da 55 ist für mich auch okay. Der ist 29, der Junge. Wenn wir da 55 Millionen kriegen, sollte man sie mit Handkuss nehmen. Enzo Jimenez. Aus dem wird auch nichts. Aber schauen wir mal. So. Nijmegen als nächster. Martina könnte wieder spielen. Also. Ich biete jetzt einfach mal den Masraoui an, damit wir dann vielleicht im nächsten Part da schon ein bisschen Bewegung in die ganze Geschichte kriegen. Spieler sollten eigentlich fit genug sein, dass wir so spielen lassen können. Ich überlege nur, ob wir den Martinez oder den Alvarez spielen lassen. Alvarez Spielbelastung hoch, aber er ist mir halt einfach lieber. Ups. Und dann werde ich wahrscheinlich den Martina heute spielen lassen, weil ganz ehrlich, also ich bin mit Martinez jetzt nicht super glücklich und mir ist diese Sprunghöhe 13 und 1,78 Größe für die Innenverteidigung einfach zu klein.
Sorry, mein Freund. Unangenehm für etwas zu klein zu sein. Ich weiß, wovon ich rede. Aber. Schauen wir. Sonst werden wir ziemlich ohne Veränderungen spielen. Schauen wir, wie wir gegen Nijmegen spielen heute. Gerschbaumer, Österreicher hier im Kader sogar. Anfangsphase verschlafen wir immer so ein bisschen. Wäre mir sehr recht, wenn man beim Formel 1 Manager wäre und ich da so ein bisschen besser pushen könnte. In der Anfangsphase. Ich könnte ich mehr Pressing einstellen oder so in der Anfangsphase, aber dann geht uns, glaube ich, der Saft aus für die restliche Partie. Macht ihr das so, dass ihr da zwischendurch dann einfach wechselt, was solche Anweisungen angeht, oder lasst ihr das immer gleich, je nach Spielverlauf dann halt umstellen? Das würde mich auch mal interessieren. Weil viele Mannschaften machen das in echt ja so, dass sie zum Beispiel sagen, okay, die jeweils ersten 15 Minuten der Halbzeiten oder so pressen sie voll, danach kommt wieder ein bisschen eine ruhigere Phase, Ballkontrollephasen und so weiter. Einfach um sich die Kraft besser einzuteilen. Skelder rückt mit der Ecke, aus der wird nix, Pinto. Alvarez, aber Seitenwechsel wird auch nichts. Eindhoven gegen Alkmaar. Das ist nicht so schlecht für uns. Also müssen wir halt selber auch noch liefern. Davon sind wir irgendwie gerade noch entfernt. Nicht mal knapp. Boah, der war auch dünn. Richtig gute Chance. Guter Kopfball. Ganz, ganz knapp hier am langen Eck vorbei. Das Tackling. Pinto. Wieder Pinto. Skelderup und der macht's alleine. Ich habe gerade gedacht, vielleicht legt er noch quer, aber der macht super alleine. 28. Minute. Die Führung für unsere Mannschaft. Und das war ein schöner Spielzug. Skelderup hier zieht nach innen, daher viel Platz für Plinio außen und der schickt dann wieder Skelderup. Winkel ist zwar spitz, aber den verwandelt er sehr, sehr souverän. Da will ich in Ruhe trinken. Machen wir das 2:0. Anthony Martial nach Blanke von Skelderup. Der ist heute auffällig. Er flankt da einen langen Pfosten und Dembélé, glaube ich, hat darauf gewartet, dass der Torwart hingeht. Der Torwart läuft raus, aber irrt eher so ein bisschen rum. Und damit leichtes Spiel für den Toni. Das war, glaube ich, abseits. Martial, aber schauen wir mal, was der Schiri sagt. Schiri sagt, Tor aberkannt. Und Martial mit dem Abschluss kein Problem für Johansson.
Jetzt ist dann gleich Halbzeit, aber vielleicht gibt es noch eine Chance. Plinio. Pinto. Kein Problem für den Torhüter. 46. Damit soll es das gewesen sein. Wir sind in der Pause. Bin zufrieden. Wie schaut es aus? Müdigkeit bei Pinto, Asensio und Skellerup so ein bisschen da. Auch Bart van Rooij ein bisschen müde. Könnten den Masraoui zwecks Eigenwerbung vielleicht noch einwechseln, mal eine Hälfte. Letzter Auftritt in Ajax-Trikot, womöglich. Aber damit habe ich keine Probleme. Also ich finde Van Rooij mittlerweile mindestens gleich stark, wenn nicht stärker. Und er ist halt auch jünger und Niederländer. Wobei Masraoui, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch Niederländer ist. Das kann natürlich schon sein. Ich weiß nur, dass er eben Marokkaner ist jetzt. Aber kann natürlich sein, dass der auch die Staatsbürgerschaft hat. Im Endeffekt eher unwichtig. Van Rooij ist auf jeden Fall jünger und mindestens gleich stark. Gefällt mir einfach besser, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da haben wir Masraoui. Empfiehl dich für Real Madrid, komm schon. Ja, sehr auffälliger Start auf jeden Fall. Gelderup. Knapp drüber. Boah, das war schwach. Martial. Und da wird Pinto womöglich geschoben. 60. Minute. Könnte jetzt also Elfmeter für unsere Mannschaft geben. Wäre natürlich super, wenn der reingeht, weil das wäre dann sowas wie eine Vorentscheidung mit dem 13-0, würde ich mal sagen. Elfer gibt's. Den macht wohl unser Toni. Und der ist drin. 3-0. Da wir schon in der 60. sind, werde ich wechseln. Ich bringe den Baggesen für Marco Asensio, dass der Junge auch wieder spielt. Da sehen wir nochmal, wie Martial hier den Torwart verlädt. Schön gemacht. Coole Geschichte. Grafenberg links raus. Plinio hat Platz. Was macht da der Plinio? Gelderup. Grafenberg. Pinto mit dem Abschluss. So, und dann, bevor die 75. anbricht, möchte ich noch einen Wechsel machen. Grafenberg ist richtig müde. Jo, dann bringen wir da den Happy Solomon. Damit der auch happy ist. Oh, kommt schon, Leute. Ich will jetzt kein Gegentor mehr sehen. Masraoui gegen Dos Santos Sosa. Kein Mensch. Alter, da sind zwei Innenverteidiger in der Nähe, aber kein Mensch steht bei ihm. Ganz schlecht Stellungsspiel hier. Aber alles gut gegangen. Ändern sich die Spielermodelle hier eigentlich von Spielern mit der Zeit? Schauen die mit der Zeit anders aus? Weil mir kommt gerade Baggesen irgendwie anders vor. So wie er quasi, auch wenn Goretzka sich ja körperlich leicht verändert hat, könnte man das durchaus auch einbauen, dass die Spieler mit der Zeit verändern oder so geringfügig andere Haarschnitte haben oder so. Aber vielleicht haben sie es eh gemacht. Wie Baggesen. Gut, Leute. 3-0 Sieg. Gute Arbeit hier. Das war klasse. Von jedem. Auch von euch.
Würde ich sagen, mache ich jetzt hier den Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann starten wir in die Winterpause. Das wird eine tolle Geschichte. Wie gesagt, schreibt eure Vorschläge in die Kommentare, auf welchen Positionen wir uns verbessern sollen. Und dann werde ich mal schauen, dass ich was Schönes finde für euch. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Ciao.